Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Starfield. Heute geht es ums Schmuggeln. Wir befinden uns im Kriegssystem. Dort bekommen wir nämlich das notwendige Zubehör. Dafür müssen wir allerdings Mitglied der Crimson Fleet sein. Ganz, ganz wichtiger Hinweis: Ihr müsst Mitglied mit der Crimson Fleet sein und könnt dann auf Quicks Schiffsmodifikationen kaufen, die euch beim Schmuggeln helfen. Zum einen gibt es Scanner, die helfen, dass Schmuggelware an Bord nicht entdeckt wird. Und obendrauf gibt es auch noch Lagerräume, die scanfest sind oder scanfester. So sagen wir es einfach mal an dieser Stelle. Jetzt müssen wir diese Teile natürlich nicht nur kaufen, wir müssen sie auch anbringen. Wir sind hier beim Schiffsingenieur auf Quicks und haben hier die Möglichkeit, die entsprechenden Modifikationen für unser Schiff zu kaufen. Und wie man diese dann anbringt, ist gar nicht so super leicht. Zum einen muss man wissen, der Scanner gehört oberhalb der Fracht auf alle Fälle. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ihr geht außerhalb des Schirms vom Schiff weg und drückt dann A, um dann hier in dieses Menü hineinzukommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sich euer Cursor nicht über dem Schiff befindet. Auf dem PC ein bisschen einfacher, ihr drückt einfach G. Aber auf der Konsole nutzt ihr das und geht dann auf den Punkt Ausrüstung und könnt dann hier diesen Scanner kaufen. Und den müsst ihr jetzt noch an eurem Schiff anbringen. Hier seht ihr, hier war ein Ankerpunkt, wo ich das einfach anbringen kann und habe jetzt einen Scanner, damit meine Schmuggelware an Bord nicht erkannt wird. So einfach geht das Ganze. Wie gesagt, man muss erstmal wissen, wie komme ich denn in das richtige Menü rein. Also ihr geht in den Schiffsbilder, geht mit dem Cursor vom Schiff runter, werde ich euch gleich nochmal zeigen, keine Sorge. Ich habe hier bei diesem Schiff habe ich bereits einen scanresistenten Frachtcontainer, deswegen brauche ich den hier nicht zu tauschen. Und da ich nicht davon ausgehen kann, dass ihr das auch habt, werde ich das jetzt einfach mal so machen, dass wir das Standardschiff nehmen, das Frontier-Schiff, was wir vom Start an haben, und modifizieren das. Wir bekommen dann ein paar Warnungen, weil die Triebwerke nicht stark genug sind, unsere Mobilität ein wenig drunter leidet, aber das macht weiter erstmal gar nichts. Das Entscheidende ist, dass wir dann halt raus, ja, oder besser gesagt, durch die Scan-Kontrollen hindurchkommen möchten. So, ich wechsle jetzt mal das Schiff, gehe jetzt auf die Standard-Frontier drauf. Wie gesagt, Cursor weg vom Schiff, dann A drücken. Dann kommt ihr in dieses Menü, könnt ihr mit LB, RB durchscrollen, bis ihr auf Ausrüstung kommt. Dort kann ich momentan nur den einfachen Scanner kaufen. Kaufe diesen Scanner, bringe den dann auf meinem Schiff hier oben an, oberhalb des Frachtcontainers. Das ist das Wichtige, ganz, ganz wichtig, oberhalb des Frachtcontainers. Aber ich glaube, er meckert auch ansonsten bei der Installation auf alle Fälle, was ihr macht. Seht ihr jetzt, ich habe schon mal eine Warnung dafür jetzt erhalten, aber nur eine Warnung. Ne? Das halt, ja, wie gesagt, die nicht ausreichend die Triebwerke, dass unsere Mobilität leidet, ist aber uninteressant. Jetzt tauschen wir den Frachtcontainer aus, gehen einmal hinten ans Schiff ran. Dort unten befindet sich unser Frachtcontainer. Wenn wir jetzt ein bisschen tiefer noch gehen, seht ihr ja auch, könnt ihr einfach mit dem Steuerkreuz hoch und runter die einzelnen Ebenen scrollen, um dann hier den Frachtcontainer zu haben. Und den löschen wir jetzt einfach. Dafür haben wir hier mit X einfach den Frachtcontainer löschen, gehen wieder weg mit dem Cursor vom Schiff, gehen wieder rein in das Menü mit A, gucken dann hier zu den Frachtcontainern, da haben wir Fracht und dann seht ihr auch abgeschirmter Frachtraum. Den kaufe ich jetzt und bringe den wieder dort an, wo eben gerade noch der alte Frachtcontainer war. So, jetzt sitzt er und jetzt habt ihr euer Standardschiff ausgerüstet mit einem Scanner, also besser gesagt mit einem Scanner-Blockierer, einem Scan-Störer und einem Frachtraum. Das ist schon mal das Entscheidende. Jetzt braucht ihr ein bisschen Schmuggelware. Ich habe die mir hier extra auf den Planeten parat gelegt. Die hatte ich gestohlene Kunst. Die habe ich mal gefunden gehabt auf irgendeinem Raumschiff. Das ist nicht entscheidend. Zu erkennen war auf alle Fälle halt das gelbe Symbol. Und dann ist es ganz wichtig natürlich, dass ihr das Ding nicht am Mann tragt, ne, sondern auch wirklich bei euch in den Frachtcontainer hineintut. Ne? Dass ihr also hier vorne zum Pilotensitz geht. Hier vorne ist das kleine Terminal. Je nach Raumschiff kann das leicht anders sein. Und dann müsst ihr natürlich dann aus eurem Inventar die Schmuggelware in den Frachtcontainer hineinpacken. So, da ist es, die gestohlene Kunst, packen wir rein. Und jetzt fliegen wir zum Planeten und jetzt kriegen wir auch den Hinweis bei der Reise, wir haben Schmuggelware an Bord. Ihr solltet also, bevor ihr dorthin fliegt, speichern. Speichert vorher, weil es kann natürlich sein, dass wir erwischt werden. Ich habe hier momentan aktuell eine 65%ige Chance, nicht erwischt zu werden. Und deswegen speichert vorher, wenn es beim ersten Anflug nicht klappt, dann halt beim zweiten. Da seht ihr es hier, Scan ausweichen, 65% steht da bei mir momentan. Könnt ihr aber auch dann noch, ja, durch den entsprechenden Skill,
werde ich euch gleich hier nochmal zusätzlich einblenden, könnt ihr dazu natürlich weitere Prozentpunkte hinzugewinnen, um beim Schmuggeln nicht erwischt zu werden. So, das war's hier schon. Wir haben erfolgreich geschmuggelt. Ihr wisst jetzt, wie ihr ja die einzelnen Komponenten an eurem Raumschiff anbringt. Wichtig ist nur, ihr müsst Mitglied der Crimson Fleet sein. Das war's von mir. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.